Moin! Damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Sally Face hier auf diesem Kanal. Jetzt das letzte und finale Kapitel. Wir haben es bald geschafft, Leute. Jeder Spaß hat mal ein Ende. Ich habe auch nochmal geguckt. Sally Face kam damals gar nicht am Stück raus. Das erste Kapitel ist zwar von 2016, deswegen dass er auch als Veröffentlichungsdatum bei Steam eingetragen ist, aber das fünfte Kapitel hier kam erst 2019 raus. Das kam Stück für Stück raus, das Spiel. Über 3 Jahre hinweg. So, aber jetzt viel Spaß beim Anschauen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es passiert schon wieder. Die Lichter. Was bin ich? Eine Stimme aus dem Licht. Du bist entfesselt. Du bist defekt. Du musst deine innere Mitte finden. Kämpfe gegen das Chaos in dir an. Lass diese Albträume nicht deine Realität verändern, Sal. Finde deine Mitte. Höre nicht auf sie, Sal. Gib deinen Träumen nach. Gib dem Chaos nach, um dein volles Potenzial zu erreichen. Es ist zu gefährlich. Er ist noch nicht bereit. Folge deinem Herzen, Kind. Nein, hör auf deinen Verstand. Wer seid ihr, ist wohl die bessere Frage. Wir sind alles. Wir sind nichts. Wo bin ich? Du bist überall. Und nirgends. War ich schon mal hier? Du warst schon immer hier. Dazu hat die dunkle Stimme nichts zu sagen. Ach so, das sagen sie beide synchron. Sorry Leute, das kann ich nicht. Ja, vergiss es. Wir sind verglitscht. Ist es egal, wohin wir gehen? Hier sind wir wenigstens ein bisschen flotter. Anscheinend nicht. Drück mal ein bisschen F. Passiert nicht so viel. Was ist das? Ein Haus im Nichts. Nee, ich hab Bock drauf. Ich geh weiter. Nein, daher verpassen wir da noch was Geiles. Ja, vielleicht verpassen wir auch was Geiles, wo ich nicht weitergehe. Dann kann ich auch wieder raus. Die Treppe hinauf. Der schwarze Raum. Der weiße Raum. Ich finde, wir hatten erstmal genug Dunkelheit. Ja! Wäre ich doch bloß in den anderen gegangen. Die Dämmerung der Menschheit triumphiert über den ältesten Konflikt. Sie sind etwas im ewigen Nichts. Du musst sie vor der Vernichtung bewahren. Ja, dich hervor. Indem ich sie vernichtet habe. Achso, da kommt noch was. Geiler Beat, Mann. Das war's. Der Kampf der Menschheit dröhnt durch den Kosmos, wie sie versuchen, der Dämmerung zu entkommen. Dennoch müssen alle Dinge früher oder später zu Schatten werden.
Ja, mit dem dunklen Screen hat man echt nur noch meinen Kopf gesehen. Freak out, was geht hier jetzt bei Sally Face? Hallo? Ich bin froh, dass du dich erinnert hast, wo ich war. Kenn ich dich? Wir haben so oft miteinander gesprochen, Sal. Okay. Also willst du auch so kryptisch sein wie die Stimmen? Warte mal, Jim? Der war ich einst. Jim Johnson, Schatten seiner selbst. Naja, ein Teil von mir. Ich habe viel geopfert, um hierher zu gelangen. Und auf dem Weg habe ich so viel verloren. Das zählt wohl als kryptisches Ja. Es tut mir so leid wegen deiner Familie. Evelyn, Larry, Lisa. Ach so, er ist der Vater von Larry, der eigentliche. Das Alien. Ja, das war ich einst. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, ich könnte die Zukunft verändern. Das war alles, was ich wollte. Lisa und Larry waren das Licht in meinem Leben. Ich habe nie solch wahre Liebe gekannt. Ich gebe dir nicht die Schuld für ihren Tod. Ich verstehe, was getan werden musste. Du hast auch vieles an diesem Tag verloren. Aber so ist der Kreislauf des Lebens. Alles Leben muss zu einem Ende kommen. Ich erinnere mich, wie es war zu leben, zu fühlen. Ich vermisse all diese Emotionen nicht. Es war alles umsonst. Die Schatten leben noch immer. Und die Verschlinger beschwören eine Plage herauf. Ihre Reichweite ist zu stark gewachsen. Ich habe nichts verhindert. Ich bin umsonst gestorben. Ich habe getötet. Für nichts. Du kannst sie immer noch stoppen, wenn du willst. Du bist der Schlüssel zu ihrer Zerstörung. Falls dir das noch irgendetwas bedeutet. Ist das wieder diese Prophezeiungsquatsch? Ich glaube nicht daran, dass ich der auserwählte Held bin. Ich konnte niemanden retten. Es gibt keine auserwählten Helden. Es gibt nur die, die heroische Taten vollbringen. Siegen oder verlieren. Licht oder Dunkelheit. Gut oder böse. Diese Dinge haben keine Bedeutung mehr für mich. Aber ich möchte dir trotzdem helfen, falls du das möchtest. Wie soll ich etwas wie das schaffen? Durch deinen Tod wurde deine Seele zersplittert. Dies hat eine einzigartige Fähigkeit in dir erweckt. Dir ist es möglich, in Parallelwelten zu gleiten. Allerdings wirst du etwas Übung brauchen. Wie komme ich zurück in meine Welt? Es wird schwer, aber ich war auf deine Ankunft vorbereitet. Ich habe ein Gerät gebaut, welches dir helfen wird. Deine Freundin Ashley hat in deiner Welt das Gerät von deinem Grab mitgenommen. Das ist gut. Wie auch immer, es gibt noch mehr Komponenten, die wir brauchen. Und dieses müsste aus drei Realitäten, in welchen sie versteckt sind, geholt werden. Die drei Pyramiden, das Asantmar, sind in drei Rätseln versteckt. Du musst sie alle zusammentragen. Wenn du diese Pyramiden des Absintmann oder so versteckt hast, kannst du sie mir da nicht einfach holen? Das ist mir nicht möglich.
Ich kann mich in diese Angelegenheit nicht mehr einmischen. Auch habe ich die Lösung aus meinem Gedächtnis gelöscht, für den Fall, dass sie gestohlen würden. Allerdings kann ich dich an die Orte führen, wo sie versteckt sind. Okay, naja, das hilft mir wenigstens ein bisschen. Wo fange ich an? Hier war einmal eine Türe. Einen Moment, bitte. Veridis, da ist sie. Nice! Du wirst deinen Weg durch diese Tür finden, aber bleib sehr wachsam. Ja, dein Weg da durchfinden kann nicht schwer sein. Easy, ey. 1, 2, 3. Sehr schön. 4. Aha. Tür Nummer 6. Ich bin mal freaky drauf, ich gehe einfach hier rein. Verschlossen. Sind das die Dinger, die wir mit Ashley gefunden haben? Jims Werkstatt. Ach so. Okay. Nummer 2 hatten wir zum Beispiel nicht gefunden. Was geht denn hier ab? Henry, ich fürchte, umziehen kommt immer noch nicht in Frage. Das Haus steht zum Verkauf seit 4 Jahren. Es ist ein wichtiger Schritt, den Sie hoffentlich bald vollziehen können. In der Zwischenzeit denke ich, dass die Katze Seltro spenden wird. Er hat große Fortschritte gemacht, seit er das Kätzchen bekommen hat. Denken Sie, dass er bereit ist, nach Hause zu kommen? Er ist nicht mehr als bereit. Er ist mehr als bereit, Henry. Sind Sie sicher, dass Sie es sind? Ja, er wird schon. Es wird schon. Ja, es wird schön sein, meinen Sohn wieder bei mir zu haben. Ja, oh, der Tag, an dem wir Gizmo bekommen haben. Oh mein Gott! Tja, das hatte ich nicht erwartet. Du hast eine neue Seelenverbindung hergestellt. Es wird dich wohl zuerst etwas seltsam vorkommen. Eigentlich fühlt es sich ziemlich natürlich an. So als wäre ich schon mal hier gewesen. Als würde ich nach einem Traum erwachen. Anfangs fand ich die Vertrautheit irritierend. Aber ich bin nicht wie du. Du findest die erste Pyramide irgendwo in dem Haus. Oh, verstanden. Ich find's nicht geil, nein. Ich find's albern.
Aber wir kennen das Haus hier. Das ist das Haus, in dem wir zuletzt gewohnt hatten. Da ist gleich die Eingangstür, genau. Hier ist der Brief von Dings hier, Neil an Ashley. Sieht aus wie ein Brief von Ashley. Ja, es tut mir so leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Ich wollte es wirklich. Ich habe versucht, für alle da zu sein. Und jetzt fällt alles auseinander. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, es wieder gut zu machen. Ich muss wissen, dass ich... Da hört es auf. Irgendwas muss sie unterbrochen haben. Ups. Potts Zimmer. Ellies Zimmer. Oh, guck mal. Schönes Foto. Wir sehen alle relativ normal aus, bis auf Sal. Aber diese komischen krummen Arme und sowas, ey Gott. Jawohl. 5023. Raum mal bestimmt. Keller? Oh, hat Gizmo an der Tür gekratzt. Gehen Sie jetzt mal ins Badezimmer. Boah, ich will das hier möglichst schnell hinter mich bringen. Irgendwie nervt mich das hier richtig, ja. Alleine die Geräusche, wenn er läuft. Verschlossen. Drehen sich synchron. Den kann ich einzeln drehen. So, easy. So eine Rätsel gibt's echt oft. Das ist Christy Rock. Vielleicht konnten wir mit Ashley auch gar keine weiteren finden. Weil 1 und 3 hatte Ashley. Der Grinch. MGP. Kommt noch ein anderes Lied? Nein. Habe ich jetzt eigentlich Todds Zimmer geöffnet? 5023. Vielleicht ist das nur ein Teil der Kombination. Verklemmt. Verklemmt. Meine Mutter ist verklemmt. Meine Fresse. Aha. Und dann haben wir noch 7, 8, 4, 2. Sehr schön. Ich bin schwer motiviert, das hier zügig durchzukriegen. Fünf, null, zwei, drei, sieben, acht, vier, zwei,
Bäb. Bin ich irgendwie verschrieben oder so? 7, 8, 4, 2. Oder ist das 1, 8, 4, 2? Also ich war hier völlig überfordert. Ich hab mir jetzt eine Komplettlösung geschaut, wie die Kombination hier ist, und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es tatsächlich null. Ich bin hier am Rätseln die ganze Zeit, wie das rechnerisch hindern könnte. Nee, ey, ich bin überfordert. Das ist vielleicht, also vielleicht ist das eine Sache von höherer Mathematik hier. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Kombination nicht die Zahlen, die wir gefunden haben, sondern 1, 3, 0, 1, 0. Falls irgendjemand, der das Video sieht, versteht, warum, bitte klärt mich auf. Ich würde gerne selber wissen, wie das zustande kommt. Ich meine, wir haben zwei vierstellige Zahlenkombinationen gefunden. Ich habe überlegt, addiert man die? Aber da kommt man auch nicht drauf. Subtrahieren funktioniert auch nicht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wie kommt man auf diese Zahlen? Naja, wir sind in Todds Zimmer. Und wir haben die erste Pyramide. Ashley! Sal? Sal, bist du das? Ich bin es. Ich verstehe dich schlecht. Warum ist dein Geist so? Wie ist das möglich? Ich möchte dir so vieles sagen. Die Pyramiden. Oh, eine leuchtet jetzt. Das ist schon eher das, was Todd in seinen Notizen beschrieben hat. Lass mich kurz schauen. Meine Güte, was soll ich denn hier alles für kryptische Sachen machen? Die drei Pyramiden von Asyntmar. Werden platziert um einen Körper. Diese Symbole sind eine Art Code? Aber wo sind sie? Ja, wenn man bei Norden die ganzen Einzelteile, ich habe hier keine Maus zur Verfügung, zusammenfügt, hätte man ja drei ganze Kreise, so wie sie hier ja auch zu sehen sind, auf der Pyramide. Heißt das hier ist auf jeden Fall die Nordpyramide? Aber die steht ja auch schon im Norden. 6 Stunden später. Ja, so, also man muss sie tatsächlich in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Und das ist, wie ich es vermutet habe, geben die Symbole dort an, was man drücken muss. Also Norden ist ja zum Beispiel oben dieser schwarze Halbkreis. Das heißt, man nimmt zuerst den, denn den weißen, es zählt immer das, was links ist. Mit denen gibt es ja, für schwarz und weiß gibt es ja nur den einen. Ach, da war ich falsch rum. Genau. Und schon haben wir Sal ein bisschen mehr wiederhergestellt. Du hast es geschafft, Ash. Oh, schon wieder hier. Was soll's. Auf in die nächste Welt. Ja, die nächste Welt gibt es aber auch erst im nächsten Video. Es ist nicht mehr, tatsächlich ist das 5. Kapitel. Ich habe jetzt ja gerade nochmal eine Komplettlösung geguckt wegen der Türaktion. Und auch da war das 5. Kapitel
der ganze Mist davor, diese zwischen Kapitel 3, 4 und 5 war da auch schon mit drin. Und so gesehen bin ich drei Viertel durch mit dem Ganzen. Also kann sein, dass das maximal, denke ich, noch zwei Videos. Aber wahrscheinlich ist es schon mit dem nächsten Video, ist es vorbei. Also, wie gesagt, maximal noch zwei. Vielen Dank wieder fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, alles Gute. Ciao.